So, jetzt muss ich nur noch wissen, ob ich streame. Ich streame automatisch, wenn ich das bei ODP anmache, oder? OPS. OBS. Wir sind nicht mehr zu zweit, wir sind jetzt zu dritt. Der liebe Felix ist dabei. Hallo Felix. Hallo, ja, ich war gerade AFK, Brain AFK. Gut, Felix ist Brain AFK, hoffentlich nicht die ganze Zeit. Ich habe einen Brief von meinem Papa bekommen, so hier, und 500 Gold. So, also, ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich viel extra Geld herumliegen. Also habe ich ein kleines Geschenk beigelegt. Wann müssen wir teuer gewesen sein? Ja, schon, also bei 500 ist schon ordentlich so. Und also du zumindest. Wir natürlich nicht. Ich gehe jetzt mal bauen. Ich habe die Steine schon mit und ich gehe mal los. Ich mache übrigens heute voll junger Farmer-Cosplay. Mit Basecap nach hinten und so. Nur das Holzfällerhemd konnte ich nicht auftreiben. Ich habe eine Anleitung gefunden, aber das ist von Reddit und da muss man dann in irgendeine Datei, eine XML-Datei da rein. Ich habe es einfach mal in General eingefügt, wenn du mal Bock hast. Oder ich baue halt ein weiteres Haus, was wohl nicht so teuer ist. Hier, Hütte. Wie viel brauchst du Holz für das Haus? Gar keins. Stein. Achso, dann kann ich ja nur eine Truhe bauen. Stein brauchtest du, oder? Ha, der wohnt jetzt da. Ich kann jetzt beim Benni gerade nicht gucken. Hütte ist bereits vorgebaut, deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? So. Das ist schön. Jetzt kann ich meiner Meinung nach wieder einladen. Alle Kisten um und in meinem Haus sind tabu. Nein, sind sie nicht. Geh einfach ran, wenn du was brauchst. Nein! So, versuch sie jetzt nochmal beizutreten, jetzt müsste es klappen. Sag ihm sowas nicht, am Ende nimmt er das ernst. Das ist ernst. Ich raub nichts von anderen Spielern. Sehr schön. Es ist hier Koop, es ist der Friedenshof. Wir teilen hier alles und hier gibt's keinen Zank und Streit. Ja, ich kann joinen. Juhu! Jetzt musst du eh erstmal deinen Charakter machen. Ja, stimmt. Bis morgen. Achso, ich wollte dir noch einen Fun-Fact erzählen. So, also, betrifft, nein, eigentlich eher Ben, aber... Wenn ich lieber einen Serious-Fact hätte? Wenn ich lieber einen Serious-Fact hätte? Nein, kriegst du nicht. Du kriegst nur Funny-Facts. Dann wird gesteinigt. Pass auf, ich habe doch mal wieder meinen alten Account aufgemacht. So. Und ich habe gedacht... Wovon? Wovon? Von Stardew Valley. Achso. Den Singleplayer-Account. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach mal einen Versuch und versuche alles zu verkaufen, was ich gehortet habe. Es ist mir nicht gelungen, weil dann die Supermärkte und alles zu hatten. Aber, und ich wollte es ja nicht speichern. So. Und ich habe aber in dem, was ich von 9 Uhr bis 17 Uhr verkauft bekommen habe, habe ich 1 Million Gold gemacht. Alles klar. Ist super, oder? Ich habe so viel Scheiß gehortet, dass ich 1 Million Gold bei mir in meinen Kisten hatte. Weißt du, du kriegst 500 Gold, weißt du, was ich krieg? Hm? Guck mal. Wie jetzt, Kartoffeln? Kekse. Was soll das denn? Kekse, auch wie süß, vom Papa. Ich glaube, bei mir ist es Mama tatsächlich, weil ich ja Junge bin. Ja, ist doch cool. Cool. Kaufst du Saatgut? Nee, Saatgut kann ich gerade nicht kaufen, ich gehe jetzt in die Mine. Dann gehe ich jetzt Saatgut raus, ja, dann gehst du freiwillig in die Mine. Weil ich einen Auftrag angenommen habe, Schleime zu töten. Ah. Außerdem in die Mine gehen macht doch total Spaß. Also ja, könnt ihr jetzt zusammen gehen. Und das mit dem Fernseher ist im Übrigen gar nicht so dumm, habe ich auch nochmal gelesen. Du hast recht. Also zum einen sagt einem der Fernseher, ob man Glück hat oder nicht. Und wenn man kein Glück hat, sollte man nicht in die Mine gehen. Okay. Und okay. Morgen ist das Eierfest. Sehe ich gerade. Und wir haben ja keine Eier. Das ist schade. Ich sag halt, geh mal zur Mine. Wo ist ein Schwert? Gleich abends, dann müssen wir so schlafen gehen, oder? Das hier du hast so. Noch 2 Stunden locker. Also. Also du musst vor 1 im Bett sein, sonst kriegst du Abzug und Abzug. Aua. Ein. Vor allem, ich latsche jetzt auch schon ewig bis zum Ende. Ey. Oh Gott, wie viele kommen denn hier? Ich glaube, wenn du oben umgegangen wärst, wäre es schneller gekommen, als das eh vorbei. Nee, lass mich in Ruhe. Benni, wir können doch am Morgen dann zusammengehen. Mal gucken. Ich schaffe den Auftrag nicht. Ich bin kaputt. Mann, ist hier dunkel, wollte keine Fackeln aufstellen. Benötigt eine Kohle. Habe ich auch schon überlegt. Fackeln, schmackeln. Wo tut denn ihr eure Saatgut hin? Da oben die 2 Truhen sind Gemeinschaftstruhen. Ja.
für alles. Das nehme ich wieder raus. Dann hätte ich gern das und Kohle. Ach scheiße, die Hacke ist ja gar nicht stark genug. Cool, da ist ein Schwert drin. Rusty's Schwert, das nehme ich erstmal. Rusty's Wort. Du kriegst dein eigenes Schwert. Lass mein Schwert da drin liegen. Geh einfach in die Mine, kriegst du das Schwert. Ja. Du brauchst ja jetzt auch gar kein Schwert. Du kannst jetzt ins Bett hoffentlich. Und du solltest die Sachen anbauen, wenn du hier Sachen kriegst. Ich geh schon ins Bett. Wenn du noch Energie hast, kannst du hier noch ein bisschen Holz fällen und so. Oder die Sachen anbauen, die du bekommen hattest, die 15. Die habe ich jetzt nämlich genommen, um zum Anbauen. Ja. Hatte ich dafür auch reingetan. Hättest du aber auch selber machen können. Ja, ich wusste nie, wo ich das genau hinhaben will. Überall. Also ihr habt kein richtiges System. Nee. Ich schon. Also, aber Ben boykottiert ja alles, was nur nach System klingt. Ein Genie beherrscht das Chaos. Ich habe letztens einfach einen Weg nach unten gebaut, damit er nicht ständig von Bäumen überwuchert wird. Gute Nacht. Guck mal, Hofarbeit gab es voll viel. Wisst ihr, das waren doch die Tulpen sogar. Du hast mich doch gefragt, ob ich Tulpen gebaut habe. Das sind doch keine Tulpen. Ist das blaue nicht Tulpen? Zierlauch. Hat das Geld jetzt eigentlich jeder bekommen oder hat jeder was anderes bekommen? Nee, wir haben geteiltes Geld. Ach, Gemeinschaftskasse. Sprich, ich freue mich aufs Eierfest, ich mag. Nicht zu viel Bier kaufen, ja? Sonst gibt's auf die Finger. Ich frag mal meine Freundin, ob sie sich auch aufs Eierfest freut. Hast du nicht mal mein Let's Play geguckt, Mensch. Wollen wir dann erstmal zum Eierfest? Ey, Papa hat mir schon wieder 500 geschickt. Du musst aber echt teuer gewesen sein, holy shit. Ah, ich helf dir bewässern. So. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, wir müssen sogar auf alle warten. Dresden und so. Eierfest! Erstmal Eierfest. Was kann man hier kaufen? Erstmal können wir mit allen reden. Rasenflamingo! Ich glaube, ich muss mal erstmal 400 Rasenflamingo ausgeben. Saisonpflanze. Erdbeersaat gibt's hier. Wollen wir Erdbeersaat mitnehmen? Nein, die kriegen wir im Sommer sowieso, oder? Nee, warte mal. Weiß ich nicht. Gibt's die überhaupt? Okay, eins habe ich jetzt mitgenommen. Oder zwei. Nimm mal drei Stück oder so mit. Wir können dann nachher ja so diesen Samengenerator machen. Ich habe mich früher an die Abigail rangemacht. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Runde saftigen goldenen Mais. Oh weia. Okay, dann mache ich das auch. So. Ja, kannst du machen. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Hättest du gesagt, dass du Frankfurt-Oder wohnst, dann hätte ich gesagt, gut, wenn ich hier mit meiner Freundin die da nach Kinder Rügen freuen war, sich schon seit vorbei, Wochen auf dieses Fest. Das ist ja am Arsch der Welt. Du liest gar nicht mehr vor. Searching for access, like going on a treasure hunt. Ich habe zugehört, weil jemand mit mir geredet hat. Höflichkeit und so, warum kann ich nicht... Ach, du redest gerade mit dir. Ich bin schon seit Tagen am Bruch wach und färbe Eier. Meine absolute Lieblingszeit der Jahreszeit. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Hier gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ich spiele das ja auf Deutsch, das ist ja zu einfach. Sagt derjenige, der am wenigsten Englisch kann. Und Vincent liebt dieses Fest, es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Sprechen wir jetzt echt jeden an? Wir sind alle so glücklich. Eier, warum Eier? Mach mal Eier. Ja, wir müssen das Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Das ist eigentlich deine Rolle. Die alte Frau kann ich am besten, ne? Tatsächlich. Nach welchem System gehst du überhaupt durch? Ich hab kein System. Ja, aber beim Sortieren immer, ey. Beim Sortieren, ja. Da macht es ja auch Sinn, dass man hinterher Sachen findet. Wir können mit Abigail nicht reden. Allergien. Okay, Sam verliert hiermit eindeutig Attraktivitätspunkte. Den heirate ich doch nicht. Ich kann mich wahrscheinlich wieder nicht entscheiden, wen ich heiraten will. Na, Ryan, so ist fast wie ein Schatz. Ich stehe in dir. Das klingt auch. Okay, warum ich mit manchen Leuten nicht reden kann, wenn du mit denen geredet hast, verstehe ich nicht. Also. Weil mich die Leute mehr mögen. So, wie können wir jetzt losspielen? Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Stimmt, den gab es ja auch noch. Eierböhren definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen.
Bei mir gab es gestern Saure-Eier. Moment, meine ärztlichen Ratschläge verkneifen. Bei mir gab es gestern Saure-Eier. Also wirklich. Also Senfeier. Das Geilste war, kennt ihr dieses Teil, wo man hier das Ei halt rantut, damit es so ein Loch kriegt? Ja. Wir haben das, ich habe das per Magneten oben an der Mikrowelle befestigt und habe halt ein bisschen so doll gedrückt. Und auf immer war das Ei auf, in der halben Küche verteilt. Ich bin festgedrückt da. Nom nom nom. Mhm. Hier ist aber auch gerade ein guter Kommentar. Guck mal hier. Habt ihr das schon gesehen? Cool. Mal ein Foto machen von. Ein Foto gemacht, genau. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Ich glaube, jetzt habe ich gleich alle durch. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Ja, man kann sich ja nicht richtig mittig hinstellen, das ist so. Doch. Oder? Ja, so. Ah ja. Schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Ich will auch mal. Wieder weg. Nein, jetzt stehst du gerade davor und ich habe einen Screenshot gemacht. So, also ich wäre jetzt bereit zur Eiersuche, glaube ich. Tja, habt ihr mit allen geredet? Ja. Sprich doch einfach den Bürgermeister an. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hen. Steh da. Meinst du, dass du auf die Eiersuche bereit bist? Okay. Ich laufe, geil. Habe ich jetzt für euch alle Ja gedrückt? Ja. Gut zu wissen. Cool. Eier suchen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Wir mussten jetzt genauso arrogant sprechen wie letztes Mal. Stimmt. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energien noch. Wenn ihr die meisten Eier findet und den Preis abstauben wollt. Ist wieder bereit? Kindern zählen. Jetzt muss ich auf euch warten. Nun denn, sind alle bereit? Ich glaube, das läuft unterschiedlich. Ah doch, jetzt. Warten auf Spieler. Lasset die Eiersuche beginnen! Ich habe nicht mehr eine Ahnung, wo überhaupt Eier irgendwann sind. Woran ich erkenne. Die sieht man. Ich habe schon eins. Ich habe auch schon eins. Ich zwei. Nicht. Oh, jetzt bin ich dumm gelaufen. Jetzt komme ich hier nicht wieder zurück. Ich komme da nicht durch, aber dafür habe ich die da hinten gekriegt. Ich habe schon drei und bei euch so? Ich glaube bei drei. Was? Fünf? Sag doch, horten kann ich gut. Sechs. Horten. 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 Horten hört ein Hu? Oh nein, ich sehe noch zwei. Lol, da ist ein Ei im Pickup, das kriege ich nicht. Toll. Oh nein. Das Ei im Pickup durfte ich nicht nehmen. Ich hab sechs Stück. Ich hab acht. Sind alle doof. Und da sagt die auch Menno, weißt du? Wow, schaut euch all die Eier an. Nee, du wolltest sie ja lesen. Lies du. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Lumida. Lumida! Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Danke. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Cool. Ich habe einen Strohhut gekriegt. Ein Strohhut. Du bist doof. Heute ein Strohhut. Ich werde ihn gleich anziehen. Ja, bist du Monkey Muffy. Da ist er. Soll ich jetzt die Erdbeersamen anbauen noch? Schnell. Guck mal, ich habe einen Strohhut. Soll ich noch die Erdbeersamen schnell anbauen? Schau doch mal, ob die, für was in der Jahreszeit die sind, ob die schon für Frühling sind. Und wie lange pflanzen sie im Frühling, wächst in 8 Tagen heran. Ja, perfekt. Dann mach. Strohhut! Ich hab einen Strohhut! Sorry. Bei Regen müssen wir auch fischen gehen, weil bei Regen gibt's andere Fische als bei Nichtregen. Wer hat denn da zerbrochene Sachen verkauft? Keine Ahnung, aber das ist so.